Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Wir sind endlich Regent und haben hier eine krasse Rüstung an. Ja, wir können uns die Stats noch einmal ganz kurz anschauen von der Rüstung. Hier ist sie 60 Paradestärke plus 30 Rüstung und hier die Voraussetzungen haben wir auch erfüllt, um die überhaupt tragen zu können. Da seht ihr schon, wir haben also 10 mehr Rüstung und 5 mehr Paradestärkung als vorher. Ich glaube, damit können wir schon mal ganz gut auskommen. Eine Regentenhose sollten wir uns vielleicht auch noch mal holen. Die haben wir ganz vergessen. War doch hier, ne? Genau. Schauen wir mal, was die noch kostet. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Jo. So, schauen wir mal. Also die Regentenrüstung haben wir. Da ist die Regentenhose. Die kostet knapp, 5.000. 4.750 plus 2 Rüstung kriegen wir dann noch mal. Ja, die kaufen natürlich auch. So, wir könnten, wenn wir mal einen Kneifer haben, was das Geld angeht, könnten wir auch ein paar Rüstungsteile hier verkaufen. Oder zumindest die doppelten können wir schon mal verkaufen. Und alles andere, ich weiß nicht. Mir etwas aus den Lagern. Ich bin immer gerne so, dass ich die verschiedenen Rüstungen eigentlich behalte oder auch Waffen, damit man ein bisschen Auswahl hat. Aber eigentlich ist es Quatsch, weil wir die sowieso nie benutzen. genau. Wo haben wir denn jetzt die Doppelten? Achso, da, verkaufen. Müssen wir natürlich erstmal raufgehen und dann sehen wir es auch. Da einmal so ein Schrottsammlerhelm. Schrottsammlerhemd, sorry. Und hier so ein Amulett. Nee, Werkerhose haben wir doppelt. Ja, wir kriegen da nicht so viel Geld für. Aber zumindest ein bisschen was, dass wir schon mal wieder bei 20.000 kommen. So, Waffen, wenn wir welche doppelt haben, können wir auch mal verkaufen. Hier den Psi-Werfer mal ausgerüstet. Oder den Psi-Verstärker, weiß ich gerade gar nicht. Wir gucken erstmal, was wir hier so doppelt haben. Eine Axt, ein Beil, ein Breitschwert. Rostige Axt. Wie war das denn auch? Kann man die noch, ich glaube, man kann die nicht verbessern, oder? Ich glaube, das war erst im zweiten Teil, dass man die kaputten Sachen 3 Stück zu einer richtigen Axt verarbeiten kann. Dann kriegt man da halt auch ein bisschen mehr Geld für. So, hier so ein Flammenwerfer haben wir auch schon 2. Handgranaten bewahren wir uns mal auf für richtig schwere Gegner. Und hier so ein Holzstück können wir auch nochmal verkaufen. Ja, da kommen wir dann auch schon wieder ein bisschen auf einige Splitter. So, wir müssen mal gucken, was wir hier jetzt noch machen wollen. Tod eines Genies. Ja, den wollen wir natürlich nicht töten. Betriebsanleitung für die Konverter können wir uns nochmal drum kümmern. Oder die Elektrotechnik für Falk. Neue Erkenntnisse. Kaya hat ja auch nichts Neues, glaube ich. Ne? Wir können mal mit ihr sprechen. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Wir stehen noch ganz am Anfang des Krieges gegen die Alps. Okay, also sie hat noch nichts Neues für uns, leider. So, dann können wir vielleicht mal die Elektrotechnik für Falk besorgen. Was haltet ihr denn davon? Da haben wir ja hier auch so ein paar Punkte auf der Map, wo wir mal hin müssen. Und dann holen wir mal die Sachen, die wir ihm dann geben können. Und dann, ja, steigern wir unsere Beziehung zu ihm halt auch nochmal. Obwohl, er vergöttert uns, glaube ich, sogar schon. Das ist, meine ich, der höchste Beziehungsrang, den man haben kann. Wird halt so ein bisschen eingestuft. Er mag dich nicht oder... vergöttert dich halt eben, ne? Je nachdem. So, ich muss mal gucken, welche Richtung wir schauen. Wir müssen genau in die andere Richtung. So, er sitzt wieder hier. Wir können ja bei dem Zielwerfer unten auch noch andere Sachen einstellen. Da haben wir 3 Optionen. Ich bin aber ehrlich, ich habe bisher immer mit der Option gekämpft, wie wir es schon getan haben, weil es einfach super praktisch ist, dass die Gegner da hier reingezogen werden und wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass sie uns jetzt irgendwie angreifen. Schon fast zu einfach. Bleib hinter mir! Ha!
Können auch gerade noch mal gucken, ob wir vielleicht ein besseres Schwert noch haben. Das können wir eigentlich noch mal machen. Wir haben hier das Energieregentenschwert. Guck mal hier, die Reflektor-Zahnachse zum Beispiel. Die wäre schon mal besser, aber die hat halt keinen zusätzlichen Schaden wie, wie die Energie jetzt. Deswegen würde ich die eigentlich lassen. Da brauchen wir Geschicklichkeit und da auch. Können wir hier was anwenden? Ja, hier den Kalanzammer, aber das ist sehr viel schlechter. Okay, wir haben eigentlich die beste Waffe ausgerüstet. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht mal eine finden, die noch besser ist. Aber mit dem Regenten-Energieschwert hier kommen wir ja auch schon mal weit. Solange wir die Gegner klein kriegen irgendwie, ist das doch alles in Ordnung. So, hier ist irgendwas eingegraben. Eine Fleischgrille. So, dann komm mal her. Nein, nicht sprechen. Plündern wollen wir. 200 Erfahrungspunkte. Cool. Habe ich doch richtig gehört. Eine kleine Ratte. So, was bist du? Du bist ein Slugbeast. Ja, wollen wir mal probieren, oder? Komm mal her. Komm mal her, Kollege. Kaya am besten. Ja, nicht so, dass ich ihn gleich im Haus bin. Ja, da haben wir ihn auch schon. 250 Erfahrungspunkte. Also der hat schon um einiges länger gedauert als die Fleischgrille da eben. Und gibt nur 50 Erfahrungspunkte mehr. Hörst du das? Nee, was denn? Nein. Was sollte ich denn hören? Nichts. Diese Stille gebührt all den Toten, die der Meteor mit sich riss. Ich glaube, da vorne waren wir auch noch nicht drin. Oder? Weiß ich gar nicht so genau. Lass uns da mal ruhig rein und mal gucken. Was haben wir denn hier noch für einen Gegner? Ja, die nehmen wir auch noch mit. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da schon drin waren. Ich finde es halt immer toll in den Piranha Bytes Spielen, dass man immer Erkunden irgendwie eingeladen wird. Also es ist, vergeht meistens nie irgendwelche Zeiten, wo man nicht Lust hat, mal irgendwo reinzugehen. Vorsicht! Nein. So, hier müssen wir mal gucken, was da für Gegner in dem Häuschen drin sind. Ob wir die so ausgeschaltet kriegen mit unserem Schwert oder ob wir da auf unseren Psi-Werfer zurückgreifen. Schauen wir mal. Ich würde ganz gerne sehen, was da so drin ist. Ich sehe da aber nichts. Da mische ich mit. Ah, okay, Banditen. Komm, das laden wir nochmal. Das war ein bisschen schade, ein bisschen unglücklich. So nicht. Ja. Gleich tot. Zu. Okay, der Banditenanführer, das wird nochmal ein Problem, glaube ich. Das hätte schief gehen können. Ich würde ganz gerne, dass Kaya eigentlich den anderen hier so lange beackert, aber wird wohl nichts.
langsam. Diese Ausgangsposition wollte ich haben. Jetzt können wir uns nämlich um den Banditenanführer kümmern. Und K, ja, haut er richtig rein. Schade, dass wir den nicht schon die ganze Zeit mit hatten. Also wenn sie haut, dann haut sie aber auch richtig. So, das waren die Banditen. Und scheinbar waren wir hier halt noch nicht drin, sonst würde es sie, glaube ich, nicht mehr geben. So, ein paar Heiltränke verbraucht, aber naja, dafür sind sie ja da. Falscher Händler. Vielleicht hätten wir auch mit ihm sprechen können, aber nee, die haben uns ja direkt angegriffen. Hinten ist noch ein bisschen Klebeband. Achso, das können wir nicht mitnehmen. Ist nur Deko. Deko. Klopapier. Ja, und schon sammeln wir wieder Sachen, die wir später mal verkaufen können. Huch. Falsche Taste gedrückt. Ah, guck mal, hier haben die den Händler getötet und haben sich wahrscheinlich als falschen Händler dann ausgegeben. Was haben wir denn hier noch? Aufzeichnungen des Überfallkommandos. Haben wir gar nicht gelesen. Ich habe Bex dafür verrückt gehalten, als er sagte, wir sollten in Ignador nach wertvollem Zeug Ausschau halten. Wer dachte, Tavar sei der Arsch der Welt, hat auf diesen Fleck noch keinen Fuß gesetzt. Aber er sollte recht behalten, wie immer. Wir haben auf unserem Streifzug durch die Felswüste neben allerlei Viehzeug einen großen Betonklotz entdeckt, in dem sich ein Händler aufhielt. Der Idiot dachte doch tatsächlich, wir würden für sein Zeug bezahlen. Naja, bezahlt wurde er mit einem Stich in seinen Wanst. Sein dummes Glotzen wurde immer ungläubiger, als ich ihn habe ausbluten lassen. Heute kam mir eine tolle Idee. Ich lasse von meinen Jungs ein paar Zettel in der Gegend verstreuen, um ein paar ahnungslose Trottel anzulocken. Sobald sie da sind, lassen wir die Maske fallen und rupfen sie bis auf die Knochen. Das war jetzt auch gerade hier. Wir haben das wohl von einer der Banditen gerade bekommen. Der Inventurbericht von dem Händler. Werkzeuge, kompletter Satz, Altmetall, Elektroschrott, Stoffbahnen, Nutzpflanzenpapier, diverses. PS, ich wusste, es macht sich bezahlt, hier seine Waren an den Mann zu bringen. Die Kleriker in Ignadon haben mich für verrückt erklärt, aber es droht keine Gefahr. Die Bauern sind dick und die Menschen freundlich. Was soll da schon passieren? Ja, leider wurdest auch du eines Besseren belehrt, mein Lieber. Wärst du doch mal in Sicherheit geblieben, dann würdest du vielleicht auch noch leben. So, was haben wir denn hier Schönes? Mana. Eine Werbebroschüre. Die können wir auch direkt mal lesen. Wo haben wir sie denn? Günstiger Kram für wenig Splitter. Folge der Karte zu deinem Glück. Okay. Ja, die haben sich hier so ein bisschen als Händler ausgegeben. Einen kleinen Laden aufgemacht, wie es scheint. Und jeder, der reinkommt, denkt natürlich, oh, hier ist schöne Ware ausgestellt. Und dabei wurden sie dann von Banditen... ja, getötet und ausgeraubt. Ja, nennt man das dann eigentlich noch Banditen oder Mörder? Ich weiß ja nicht. Hier haben wir noch ein Foto, anscheinend von ja, ein paar Trophäen. Ich glaube, das hier ist eine GameStar-Trophäe mit dem Stern. Und ja, hier ein Gothic-Bilderrahmen. Gothic 2, glaube ich. Da auch nochmal Gothic. Ein Sales Award. Ja, schön. Was man nicht immer so alles entdeckt. So, ein bisschen Metallschrott hier. Gehen wir mal nach oben. Gucken wir mal, was da noch so ist. Da ist noch ein bisschen Trockenfleisch. Haben wir fast übersehen. Ein kleiner grüner Stein. Weitere Werbebroschüren, die kennen wir ja jetzt aber schon. Das haben die Banditen überall verteilt, damit sie hier die Leute anlocken. So, hier haben wir noch eine Truhe. Na, wusste ich. Das war wohl nichts. Ich hatte es im Ruin irgendwie. Okay, also einmal da. Zu einfach. Ja, auch da kriegen wir wieder ein bisschen was. Ordentlich Zigaretten hier. Wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Und dann gucken wir uns nochmal oben auf dem Dach um. Beziehungsweise wir gucken mal, ob es hier rausgeht. Ist da ein Balkon? Nö, sieht nicht so aus. Aber hier ist noch ein kleiner Vorsprung. Energiezellen.
Ja, das macht sich halt ein bisschen bezahlt, wenn man hier mal ein bisschen guckt. Ihr seht ja, wir haben nie Geldprobleme, nie Splitterprobleme. Und wir kaufen uns aber auch sehr selten was. Wenn wir uns was kaufen, dann ja nützliche Sachen, wie reines Elex, um uns Tränke zu brauen. So, wir können mal versuchen, ob wir da vielleicht hochkommen. Jo, gerade ebenso. Ja, ich glaube, Kaya kommt nicht hinterher. Das ist ihr wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Doch, hat sie geschafft, alles klar. So, wir warten nochmal kurz, bis unser Jetpack wieder einsatzbereit ist. Und dann schauen wir uns hier in dem Gebäude da im Hintergrund gleich mal um. Weil hier wären wir dann erstmal wieder fertig. Nein! Habe ich jetzt gespeichert? Ah, keine Gesundheit verloren, sehr gut. Ja, jetzt hätte ich trotzdem geladen, weil das Jetpack immer ein bisschen braucht, bis es voll ist. Boah. Okay. Ich wollte eigentlich nur aufs Geländer rauf. Ich wollte nur aufs Geländer rauf, Leute. Ah, okay. Und das Jetpack, stimmt. Das war ja so, wenn man lädt, ist das Jetpack trotzdem leer. Also speichern und laden bringt dann auch nichts. Ja, wie haben wir das denn jetzt gerade gemacht? Ach, sag bloß, jetzt kommen wir da nicht hoch. Also ganz oben waren noch ein paar Sachen. Die würde ich eigentlich ganz gerne haben. Speichern nochmal. Boah, das war ja knapp. Ich weiß gar nicht, gehen wir jetzt zu nah ran? Ich weiß es nicht. Also wenn man hochfliegt und ein bisschen nach vorne fliegt, verbraucht das, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich glaube, das bringt auch keinen Unterschied, wenn wir da drauf sind. Okay, wir kommen nicht mal hoch. Ja, das ist Murphys Gesetz, ne? Also man schafft es direkt beim ersten Mal und oben vergesse ich zu speichern und denke mir noch so, ja, vielleicht sollte ich mal speichern. Weil das war schon echt cool, wie man da jetzt hochgekommen ist. Und jetzt scheitere ich hier dran. Nee. Keine Chance, ey. Ich komme da nicht mal hoch. Okay, egal, Leute. Wir gehen zum nächsten. Oh, ärgerlich. Tja, tschüss, Turm. Du darfst deine Sachen behalten. Lassen wir unseren Frust mal hier in der Steinklaue aus. Du bist schuld, dass wir da nicht mal hochkommen. Warum lebt er noch? Das nehmen wir mit. Und dann schauen wir uns hier mal um. Habt ihr das auch gehört? Elektroschrott. Wein. Apfel. Und hier geht's schon direkt hoch. Was haben wir denn hier? Da ist wohl nix. Hallo? Jemand da? Zumindest keine Feinde, die würden wir sehen auf der Karte. Guck mal, Mana-Tränke finden wir auch schon wieder. Die haben wir verkauft in der letzten Folge. Weil wir Mana überhaupt gar nicht brauchen. Wir sind ja Kleriker, da ist Energie eher für uns wichtig. Ja, und reines Mana haben wir erstmal aufbewahrt, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob wir das vielleicht in Elex noch irgendwie umwandeln können. Es wäre halt toll, wenn das klappt. Ich glaube aber, das wurde noch nicht erfunden. Also diese Möglichkeit. Wir hätten das in einem Gespräch, glaube ich, mal aufgeschnappt.
mit Kaya, dass es schön wäre, Mana in Elex zu verwandeln. Wir wissen, dass Elex in Mana umgewandelt werden kann, aber umgekehrt halt, ja, ist das scheinbar noch nicht möglich. Da ist noch ein Besen. Ein Besen. So, geht es da noch irgendwo hoch? Nee. Dann können wir hier mal nach oben gehen. Da geht es wieder runter. Da können wir noch hoch. Wir schauen uns jetzt aber erstmal hier unten zu Ende um. Und schauen, was wir hier noch so plündern können. Hier ist auch nochmal ein kleiner Raum. Mensch, richtig hübsch eingerichtet hier. Wundert mich, dass hier gar keiner wohnt. So, da geht's ja auch hoch, denke ich mal. Gut, ich glaube, mehr ist hier nicht. Eine Reisetasche. Wichtig, immer Besteck dabei haben. So, sind wir ganz oben. Aber hier ist auch nichts Spannendes. Mana dran, den würde ich gerne mitnehmen, danke. So, und hier ist nichts drin. Können von oben reingucken, aber hier ist leider nichts. So, da würde ich doch eigentlich auch ganz gerne nochmal hoch. Schauen wir mal, ob wir von hier irgendwo da hochkommen. Vielleicht wenn wir hier von dem Vorsprung. Ja, von hier vielleicht. Huch, huch. Das war nix. Ja, müssen wir mal kurz warten. Ja, hier werden wir dann auch nochmal plündern. Großes nicht Gebiet. Gut. Gar nicht gut. Viel zu entdecken. Kaya findet den Ort hier nicht so gut. Vermutlich ein bisschen befremdlich. Ja, ein paar Geldbündel. Ja, schade, dass wir die nicht benutzen können hier. So, wir bleiben am besten mal oben. Da hinten ist noch eine Fleischgrille, sehe ich gerade. Wir gucken jetzt hier oben erstmal zu Ende, wenn wir schon mal hier drauf sind. Nichts, ne? Das sieht nicht so aus. Dann gehen wir hier auf die Richtung. Ja, vielleicht kommen wir ja auf den hoch. Da sind auf jeden Fall so zwei Schornsteine noch. Ach, guck mal, hier ist auch eine Leiter diesmal. Versuchen es mal so, statt zu klettern. Vermutlich wäre Klettern jetzt auch schneller gewesen. Aber wir lieben den Adrenalinkick. So, das hat geklappt. So, und auf die nächste Etage kommen wir nicht hoch. Schade, schade. Nur mit Fliegen.
keine Leiter da. Okay, hier ist aber auch nichts. Da ist ein Häscher. Natürlich sieht er uns hier oben. Warum auch nicht? Aber ich will ja auch nur kurz gucken. Ja, sieht alles ziemlich leer aus. Gut, dann können wir runter uns um die Gegner kümmern. Hier vorne ist auch noch irgendwo einer. Natürlich trifft er uns. Natürlich. So, da geht's runter. Und hier geht's hoch. Nichts drin, doch ein bisschen Trockenfleisch. Aber sonst sehr magere Ausbeute hier. Oben drauf ist nichts. Okay, gehen wir mal hier weiter. Kümmern uns um den nächsten Häscher. Der war doch auch hier vorne. Da ist er. Die Tür können wir nicht öffnen. Sollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo anders reinkommen. Tja. Ja, Kaya haut richtig rein. Sehr gut. Ich würde sagen, wir nehmen ab hier zu mehr Kaya mit. Also abwehren bringt richtig was. Ihr seht das anhand unserer Gesundheit. Ich habe gedacht, ich mache mal den Move, den die Gegner mal machen. Abwehren. Wenn wir die nämlich anhauen, dann sind wir mal kurz gestunt und können nicht weiterhauen. Aber die hauen fleißig weiter rauf. Interessiert die gar nicht. So, wir sind gut angeschlagen. Ein Bett wäre cool. Ansonsten müssen wir halt einen Heiltrank gleich nehmen. So, und das Gebäude kommen wir tatsächlich nicht rein. Wir waren jetzt einmal drumherum. Da ist nichts zu machen. So, oben drauf ist nichts. Schauen wir uns jetzt erstmal die Türme hier an. Da ist auch nichts. Da haben wir gleich zwei Türme nebeneinander. So, hier ist aber was oben drauf. Ein mächtiger Heiltrank. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und in der nächsten Folge werden wir dann hier mal weiter plündern. Wir werden uns hier ein bisschen umgucken und ja, genießen das frohe Plündern auch ohne Questziel. Also wir haben ein Ziel, aber ja, wir lassen uns auch gerne ablenken, hier und da rechts und links mal zuschauen. Also wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.